Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Nicht zu Let's Play. Wirbels wilde Wundertüte. Ja, wir haben hier beim letzten Mal noch entdeckt, dass hier noch ein Raum ist, den wir noch nicht erkundet haben. Kann ich da einfach was durchschießen? Nein. Da muss wahrscheinlich so eine Fackel durch. Hab ich hier meine Fackel mit dabei? Hab ich die dabei? Ja. Ah. Ich depp. Ich depp. Ich brauche einfach normale Pfeile und die zünde ich dann an und dann ist das easy. So, dann kommen wir da auch rein. Warum denn nicht gleich so? Flupp. Easy. Ja, ist da ein bisschen feurig, also... Oh. Ein bisschen feurig. Ein ganz klein wenig, also nur ein ganz, ganz klein wenig. Ja, kann man schon mal so machen, ne? Packen wir den hier, der Truff. Und dann passt es. Denke ich, irgendwie. Drehen wir ihn mal. Ich glaube, das dürfte des Rätsels Lösung sein. Oder auch nicht. Au! Eieiei, Autschi, 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 Autschi. Oder auch doch. Cool. Und nochmal drehen. Lass mich laufen, lass mich laufen. So. Schikerstein erkannt. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Ja, mach mal. Auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Okay. Aber bleib wachsam, Bruder. Bin ich. Ich sehe mich nur jetzt schon sterben, aber hey, ich bin total wachsam. Ich bin total wachsam. Ich bin der wachsamste, Paparazzi überhaupt. Der wachsamste möchte gern Link überhaupt. Den man sich nur vorstellen kann. Der erstmal in die falsche Richtung gelaufen ist. Aber hey. Ja, also wirklich, mit dem Dungeon kannst du das hier nicht vergleichen. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist, lachhaft. Lachhaft. Flupp, und da ist wieder an. Hehehe. Okay. Aber eines würde mich jetzt doch noch interessieren. Man kann den ja neigen. Gibt's da oben noch was, wenn ich entsprechend neige? Gibt's da was? Ja? Nein? Vielleicht? Das würde mich halt echt interessieren. Okay, ich glaube, wir lassen das lieber. Let's go. Ich habe ein bisschen Angst. Andererseits war auch der Dungeon schon, also Dungeon in Anführungszeichen, einfacher, als ich ihn von Videos her vermutet hätte. Aber... Hi. Ganons Feuerfluch. Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig, Bruder! Ja, ich hoffe mal, dass es sich an mir die Zähne ausbeißen wird, so wie Nintendo sich hier mit einer sauberen Kamera in der Zwischensequenz die Zähne ausgebissen hat. Also sorry, das hat ja gewackelt wie sonst was. Das war ja nicht mehr lustig. Das war ja nicht mehr feierlich. Ausrüsten.
Au. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, schieß halt. Ja, also, es geht doch. Oh, 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 oh. Oh. Ja, ich gehe hin, ich geb's ihm. Wenn der mal nicht so dämlich rumfliegen würde. Wo ist er? Wo ist er? Au. Nicht fair. Ich habe hier doch sicher irgendwie was, womit ich mich heilen kann. Habe ich hier... Moment, ein Herz. Nee, ah, da sieht man das. Okay, Moment. Was habe ich denn da? Ich habe doch bestimmt irgendwas Passendes. Elektroschutz? Nee. Max Heilung plus 4, Max Heilung plus 3, Max Heilung. Ach ja, das ist ja easy. Komm. Essen. Mampf. Lass mich! Au! Unfair! Unfair! Vieh, du scheiß Vieh, bist jetzt geheilt. Ich sag's dir, du. Okay, er portet sich jetzt her, die doofe Sau. War das gut? Hallo, ich hab dich voll getroffen. Das ist deine Chance, Bruder. Ja, du kommst ja nicht an den Sau, an die Sau ran. Wo ist das meine Chance? Okay, die Sau kommt an mich ran. Okay. Hi. Immer feste drauf. Mach ich. Ich beschütze dich. Oh oh. Nicht cool. Nicht cool. Was jetzt? Hallo? Ja, Feuerbälle sind brandgefährlich. Erzähl mir was Neues, Junge. Ja? Wie kannst du mich doch nicht treffen, oder? Ja, cool. Und jetzt? Ja, wie soll ich denn... Vor allem, wenn die Kamera sich nicht drehen will, was soll das denn? Ah, ich hab ne Idee, ich erinnere mich auch wieder so ein bisschen vielleicht. Boom. Ja, komm, wo gehst du hin? Ja, komm, haha, ich hab hier was für dich. Hallo? Ja, da ist er, die dumme Sau, da bist du ja, Hallöchen, Popöchen, Kuckuck, was geht, hallo. Nicht diesen machen, ich wollte doch nur Hallo sagen, mach doch nicht Tschüss. Meine Wächter-Axt zerbricht gleich, okay. Nee, tschüss, vergiss es. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay, Zeit wieder was zu futtern. Bup, bup.
Der sollte aufpassen. Der sollte aufpassen, nicht ich. Weil ich habe immer noch Waffen. Viele Waffen. Bam, weg mit dir. Easy. Ja, aber das mit der Bombe, ja, ich habe es schon mal gesehen, aber ich bin tatsächlich weniger durch Erinnerung drauf gekommen, als vielmehr von wegen, hä, der saugt immer so ewig, irgendwas muss es damit auf sich haben. Dann fiel mir Dodongo ein. Und den hat man auch mit Bomben gefüttert, als er gesaugt hat. Ja, klassisches Zelda-Prinzip tatsächlich. Hin und wieder ist dieses Spiel doch mal noch Zelda. Aber meistens ist es einfach das zigtrillionste Open-World-Survival-Spiel. Könnte auch genauso gut ein No-Name-Titel sein. Aber schön, freut mich. Endlich ein Herzcontainer. Auch das ausnahmsweise mal Zelda. Ah, schön. Schön. Ich freue mich. Ah, schön. Aber Leute, weil ich nicht weiß, wie lang die Sequenz gehen wird, werden wir die im nächsten Part genießen. Hier in der Wundertüte, die ihr jetzt die Feiertage über häufiger sehen werdet, hier mit The Legend of Möchtegern Zelda, Breath of the Wild. Ja. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde mich sehr freuen und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.